Ich weiß nicht, ob Bodhimitra, als ihm die Idee zu dieser Vortragsreihe kam, einen Vortrag, den Sangharakshita, der Gründer des FEBO, vor einiger Zeit in England gehalten hat, im Hinterkopf hatte. Sangharakshita war von der Hampstead Buddhist Vihara eingeladen worden, zu sprechen zum Thema bedeutende Buddhisten des 20. Jahrhunderts. Er wählte Anagarika Dharmapala, Alexander David Neal, Edward Conze, Lama Govinda und Dr. Ambedkar. Die Wahl dieser sechs war ihm vom Veranstalter selbst überlassen worden. Und es machte ihm augenscheinlich großes Vergnügen, in aller Seelenruhe, in einem dadurch recht lang geratenen Vorwort zu seinem Vortrag zu erklären, welche Kriterien und welche Gründe ihn zu der Auswahl dieser sechs bedeutendsten Buddhisten des 20. Jahrhunderts veranlasst hatten. Leider ist mir dieses Vergnügen, meine eigene Wahl zu treffen, nicht gegönnt. Sie werden in einem Abstand von, wie Bodhimitra schon erwähnt hat, je 4 Wochen in diesem Herbst, in diesem Hause, 4 Vorträge über große deutsche Buddhisten hören. Lama Govinda, Aya Khema, Edward Conze und dann als Paar zusammen Nyanatiluka und Nyanaponika. Und ich beginne heute mit Lama Anagarika Govinda. Wer von Ihnen hat den Weg der weißen Wolken von Lama Anagarika Govinda nicht gelesen? Ah, sind doch ein paar darunter. Okay, ein paar kann ich noch was Neues erzählen. Wenn man beginnt, sich als Deutscher für Buddhismus zu interessieren, dann fällt einem ein Buch von Lama Anagarika Govinda ziemlich schnell in die Finger. Und die meisten kennen den Namen. Mehr noch, wenn man wirklich interessiert ist, dann gibt es nicht so eine Riesenauswahl von deutschen Büchern über Buddhismus und schon gar nicht tibetischen Buddhismus. Zumindest als ich begann, mich für Buddhismus zu interessieren in den frühen 80er Jahren, war die Auswahl noch kleiner, als sie heute ist. Und da man meistens das Englisch nicht so ganz so mächtig ist, liest man zuerst alle deutschen Bücher und liest alles, was es von Govinda gibt. Das habe ich auch getan. Also, keine leichte Aufgabe, einem so aufgeklärten Publikum da was zu erzählen über einen Mann, den Sie ohnehin schon ziemlich gut kennen. Ja. Also ich habe mir Mühe gegeben, ich habe nicht alle Bücher von Govinda nochmal gelesen, aber ich hatte einen riesen Vorteil, es gibt eine neue Publikation, nämlich eine Biografie über Govinda, die zwar in mancher Hinsicht kritikwürdig ist, aber eine Menge kleinere Anekdoten gibt. Ja. Und die finde ich eigentlich ganz schön und auch erzählenswert. Ja, in meinem Vortrag werde ich ganz einfach chronologisch vorgehen. Von Govindas Geburt bis zu seinem Tod. Und da, wo angemessen, werde ich kleine Exkurse einschieben. Zitate, manchmal auch längere Zitate, insbesondere aus dem Weg der weißen Wolken, weil ich so schön geschrieben finde, auch Anmerkungen, Anekdoten werde ich einschieben, wo immer es gerade passt. Und dann in seinem Leben fortzufahren. Ich hoffe, das ist nicht zu verwirrend. Also ich erzähle immer kleine Geschichten und so weiter zwischendurch und dann geht es einfach weiter in seinem Leben. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Lama Govinda wurde als Ernst Lothar Hoffmann 1898 als zweites Kind einer Kaufmannsfamilie in Waldheim, Sachsen, Deutschland, Europa geboren. Seine Familie wohnte in Kassel. Sein Urgroßvater war Otto Philipp Braun. Und er war so eine herausragende Figur in der ganzen Familie. Ursprünglich hat er Sattler gelernt, aber er war so etwas wie ein Glücksritter. Und er wanderte nach Südamerika aus. Dort in Südamerika kämpfte er unter Simon Bolivar für die Unabhängigkeit Boliviens gegen die Spanier. Und er muss als Sattler ziemlich talentierter Mensch gewesen sein, besonders sein militärisches Talent muss besonders herausgestanden haben. Es war nämlich sein Verdienst, die Kavallerie und eigentlich die ganze Armee der Aufständischen umgestaltet zu und reformiert zu haben. Und damit half er, einen entscheidenden Sieg der Freiheitskämpfer gegen die Spanier zu erringen. Danach wurde Urgroßvater Otto Philipp Braun Feldmarschall und sogar Kriegsminister im neuen Staat Bolivien. Das ist eine Karriere. Er ließ sich
in Bolivien nieder, gründete eine Familie, aber lebte nicht bis zu seinem Lebensende dort, sondern kehrte später nach Deutschland, und zwar nach Kassel, zurück. Die Familie, darunter Ernst Hoffmanns Mutter, Lolita Braun, hielten aber weiter Verbindungen nach Südamerika und reisten regelmäßig dorthin. Ernst Hoffmanns Mutter, Lolita, starb bei der Geburt des dritten Kindes, als Ernst Lothar 3 Jahre alt war. Er hatte einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Er und sein Bruder wurden von der Schwester seiner Mutter, Mathilde, sehr weltbürgerlich aufgezogen. Mathilde sprach mit ihnen Spanisch. Die Großmutter, eine Hugenottin aus Bremen, sprach mit ihnen Französisch. Und Mathildes Mann, auch ein Deutsch-Bolivianer, sprach mit ihnen Deutsch. Also, sie wuchsen dreisprachig auf. Sehr kosmopolitisch. Ne? Ken Winkler in seiner Biografie über Burgunder schreibt, Träume vom bolivianischen Hochland waren für die Kindheit Ernst Lothar Hoffmanns bestimmend. Diese Träume entsprangen nicht nur seiner kindlichen Fantasie, sondern sie waren die Kristallisation wirklicher Erlebnisse, die mit seiner Familie zu tun hatten. Die Hoffmanns stammten aus einer alten, etablierten Familie von Geschäftsleuten aus Hessen. Und Ernsts Vater hatte sogar eine Zigarrenfabrik besessen. Die Vorfahren seiner Mutter jedoch hatten an der Befreiung und am Aufbau Boliviens teilgenommen. Während andere Jungen über Helden nur lasen, waren Ernies Verwandte solche Helden. Seine Onkel erzählten Geschichten über einsame Reisen, Erlebnisse im Bergbau und Kriege, und durch sie erhielten die einsamen Berge und abgelegenen Pässe eine magische Bedeutung. Die Anden waren eine Welt, die Geheimnisse und Schätze barg. Und der Junge, der für solche Erzählungen empfänglich war, erklärte, er wolle der Familientradition folgen und Bergbau und die Suche nach Bodenschätzen als Beruf betreiben. Also, Ernst Lothar Hoffmann wollte als Kind in die Fußstapfen seiner Väter treten. Er wollte im Bergbau arbeiten, er wollte nach Südamerika gehen, er träumte von den Anden. Aber er war noch nicht erwachsen, als er entdeckte, dass er doch stärkere Neigung zu geisteswissenschaftlichen Fächern hatte als zu Naturwissenschaften. Er studierte in Freiburg Philosophie, Psychologie und was damals wohl sehr modern gewesen sein muss, auch Archäologie. Er las Plato und Schopenhauer und er las die Upanishaden. Und das veranlasste ihn, mit 18 eine Vergleichsstudie zu machen. Für sich privat, persönlich, um herauszufinden, welche Religion er für sich wählen wollte. Und er verglich in dieser Studie das Christentum, den Islam und Buddhismus. Auch Buddhismus war natürlich durch Schopenhauer, insbesondere wie viele seiner Zeitgenossen auch, aufmerksam gemacht worden. Dabei betonte er, und das finde ich interessant, dass er weniger interessiert war an Systemen von Denken als an einer persönlichen Anleitung zur Praxis und zur Lebensführung. Im Jahr 1920, um etwas vorzugreifen, erschien eine Broschüre von ihm mit dem Titel Die Grundgedanken des Buddhismus und ihr Verhältnis zur Gottesidee. Also setzte sich sehr gründlich mit dieser Frage auseinander und entschied sich am Ende natürlich für Buddhismus. Es gibt auch eine weitere bekannte kleine Schrift von ihm, die aus dieser Zeit stammt, etwas später geschrieben worden ist, die heißt Warum ich Buddhist bin. Der Grund, warum er dem Buddhismus folgen wollte, fand sich vor allen Dingen in der Tatsache, dass er Buddhismus, insbesondere buddhistische Ethik, begründet sah auf der Freiheit des Individuums. Und in keiner anderen spirituellen Tradition sah er das so konsequent verwirklicht wie im Buddhismus. 1917 wurde er zum Militärdienst eingezogen. Er hatte wahrscheinlich großes Glück, dass er an die italienische Front eingezogen wurde oder nach Italien eingezogen wurde. Ob er tatsächlich an der Front gekämpft hat, ist völlig unklar. 1918 erkrankte er an der Tuberkulose und wurde aus dem Militärdienst entlassen. Nun folgt ein sehr bedeutsamer Abschnitt seines Lebens. Er lebte in Italien, auf Capri, im Golf von Neapel. Ich habe vor kurzem
Goethes Tagebuch über seine italienischen Reisen gelesen. Wenn man eine schöne Beschreibung von Capri und Neapel haben will, dann guckt man in Goethe rein. Das muss einer der schönsten Gebiete in Europa überhaupt sein. Ich bin selber nie da gewesen. Also dort, auf dieser wunderschönen Insel Capri im Golf von Neapel, lebte Ernst Luther Hoffmann. Inmitten einer internationalen Künstlerkolonie. Wahrscheinlich kann man sich kaum vorstellen, wie das Klima damals gewesen sein muss, nach dem Ersten Weltkrieg. Wahrscheinlich war es eine Aufbruchstimmung, aber durchmischt mit allen möglichen Strömungen. Damals lernte er eine Person kennen, die zu der er ein sehr intimes, oder sagen wir besser persönliches Verhältnis unterhalten sollte bis zum Ende von ihrem Leben. Sie war erheblich älter als er selbst, mit Namen Anna Habermann. Ernst Luther fand Arbeit in ihrem Fotostudio auf Capri. Also er war nicht so gut gestellt finanziell, dass er völlig ohne Arbeit auskam, wenn er von zu Hause finanzielle Zuwendungen bekam. Anna Habermann hatte von ihrem verstorbenen Mann ein Fotostudio gehabt und Ernst Luther arbeitete dort. Das Verhältnis zwischen den beiden ist ein bisschen mysteriös. Später bezeichnete er Anna Habermann als seine Pflegemutter. Und sie machten eigentlich alles, fast alles, gemeinsam. In die Zeit auf Capri fällt auch eine Freundschaft mit Earl Brewster, der zu dieser Szene in der internationalen Künstlerkolonie gehörte. Earl Brewster war sehr wohlhabend und konnte es sich leisten, alles zu tun, was junge Leute damals tun wollten. Die Bekanntschaft, die Freundschaft mit Earl Brewster setzt sich auch später in Indien fort. Earl Brewster war unter anderem ein Freund von D.H. Lawrence und reiste mit dem später nach Ceylon. Also es muss eine sehr illustre, sehr anregende Gesellschaft gewesen sein. Ernst Luther widmete sich dem Studium des Buddhismus und er begann Experimente mit dem Satipatthana Sutta, also mit Meditation. Also ohne Meditationslehre anhand von buddhistischen Schriften begann er mit Meditation zu experimentieren. Er entdeckte auf der rückwärtigen Seite der Insel Capri eine Höhle, hat wohl vermutlich dort meditiert, und aus dieser Zeit stammen vier der farbigen, wie soll man sagen, Zeichnungen, Gemälde, die dort abgebildet sind. Die vier rechten von den farbigen Abbildungen. Und zwar sind es Allegorien auf die vier Dhyanas, die vier meditativen Versenkungszustände. Und ich habe sie in der Reihenfolge aufgehängt. Also das erste mit dem gelben, tiefgründigen Pool, genau in der Mitte, soll dem ersten Dhyana entsprechen und so weiter bis nach rechts. Seine bevorzugte Technik waren Öl-Pastellkreiden, die sehr, sehr farbig wirken und vor allem, wenn man unterwegs ist, sehr praktisch sind. In die gleiche Zeit fallen archäologische Studien, zu denen er den weiteren Mittelmeerraum bereiste. 1922 gingen Brewster und Lawrence nach Ceylon und 1928 war er dann endlich selbst entschlossen, auch nach Asien zu gehen. Das war dann eine größere Geschichte. Man konnte sich nicht einfach in ein Flugzeug setzen und in 10 Stunden war man da. Das war eine lange Schiffsreise. Und das war auch ein finanziell größeres Unternehmen. Hoffmann verkaufte alles, um gemeinsam mit Anna Habermann nach Ceylon reisen zu können. Zu diesem Zeitpunkt, 1928, war er 30 Jahre alt. Er ging zur Inseleinsiedelei im Südwesten von Ceylon nach Polgas Duva. Ich bin selber 3 Wochen dort gewesen. Mal sehen, dass ich hier nicht verzettel und zu lange davon erzähle. Es ist eine Insel inmitten eines Lagunensees. Also es ist nicht im Meer gelegen, sondern in einem Binnensee. Zwar direkt an der Küste, aber dort hatte sich eine Kolonie von Westlern, westlichen Bikus und Mönchen angesiedelt, um Nyanatiloka, ein deutscher Mönch. Und zu diesem Nyanatiloka reiste auch Hoffmann und wurde dessen Schüler. Die Insel ist interessant, sie ist wirklich tropisch, völlig über
wuchert, überwachsen mit Dschungel. Also man lebt dort ständig in so einem Halbdunkel. Es gibt eine ganze Menge relativ großer Ratten, Giftschlangen, Reptilien, die aussehen groß wie Krokodile, die aber ziemlich harmlos sind, wenn man ihnen nicht zu nahe kommt. Die schlagen nur mit dem Schwanz um sich. Die beißen nicht. Aber wenn man das nicht weiß, dann ist es ausgesprochen schockierend, wenn man ihnen zum ersten Mal begegnet. Das Klima ist so feucht, schwül, dass man ständig das Gefühl hat, Energie wird einem nur so weggesaugt. Ja, man ist ständig hier in Schweiß gebadet. Es gibt Milliarden von Moskitos. Und das ist der letzte Ort, den ich mir auswählen würde, um Meditation zu lernen. Aber ja, da sitzt man nun transpiriert, umgeben von Moskitonetzen und versucht sich zu konzentrieren. Und sogar das geht. Viele der Leute, die dort gelebt haben, entschieden sich relativ bald, dort wegzuziehen und mehr in die Berge zu gehen. Also dort fing Hauptmann an. Also ein wirklicher Test. Damals befand sich das Inselkloster gerade im Wiederaufbau. All die kleinen Kutis, die Hütten, in denen die Mönche lebten, waren verfallen. Das geht in Tropen relativ schnell, wenn man sich nicht darum kümmert. Während Nyana Tiluka im Ersten Weltkrieg gewesen war, war alles auseinandergefallen. Hoffmann wird Novize und Nyana Tiluka gibt ihm den Namen Govinda. Zu diesem Zeitpunkt nennt er sich Brahmachari Govinda. Also Brahmachari, Brahma ist in der indischen Mythologie ein Gott, also derjenige, der wie ein Gott lebt. In erster Linie wird er mit verbunden, die Praktik des Zölibats. Auf dem Inselkloster Polgasluwa gibt es auch heute noch, wie in der Theravada-Tradition überhaupt, die Regel, dass die Bhikkhus bis mittags um 12 das Letzte gegessen haben müssen und für den Rest des Tages nichts essen. Das ist eine ganz interessante Erfahrung. Vor allen Dingen lernt man relativ schnell, wie viel man in einer Mahlzeit zu essen imstande ist. Und die Mönche, die ja schon länger leben, die haben eine Menge Praktik darin. Aber Govinda war kleinere Portionen gewöhnt und er konnte nicht so viel auf einmal in sich reinzwingen. Die Folge davon war, dass er erstmal dünner und dünner und dünner wurde. Ein ganz frühes Bild von ihm befindet sich übrigens da oben rechts. Da hat er schon eine Maler und wird wahrscheinlich ein bisschen später beim Minister. Also das ist ohne Bart der junge Govinda. 1929 und er unternimmt er zusammen mit Nyana Tiluka, seinem Lehrer, eine Pilgerfahrt nach Burma und wird dort Anagarika. Das bedeutet wörtlich sowas wie derjenige, der in die Hauslosigkeit gegangen ist, also der keinen festen Wohnsitz hat, der ein Bettelmönch geworden ist. Und äußeres Zeichen dafür ist das Tragen der gelben Robe und einer Bettelschale. Er kehrt nach Ceylon zurück und lebt dann in der Nähe von Kandy, im ausgesprochen angenehmen paradiesischen Klima. Zwar auch noch mit Moskitos, aber lange nicht so feucht, schwül, warm. Wenn ich irgendwo meinen Lebensabend verbringen möchte, ich glaube, man muss vorsichtig sein, sowas zu sagen, in einem angenehmen Klima, dann würde ich mir Kandy auswählen. Das ist fantastisch dort. Govinda studiert Pali und Abhidhamma und zahlreiche Beiträge von ihm erscheinen in buddhistischen Zeitschriften und Büchern. Abhidhamma, ganz kurz zur Erklärung, der Pali-Kanon, die Sammlung buddhistischer Schriften in der altindischen Pali-Sprache, teilt sich in drei Teile. Man nennt es Tipitaka, drei Körbe. Der erste Korb ist Vinaya, das zweite Sutta und das dritte Abhidhamma Pitaka. Also, es ist eine Sammlung von Mönchregeln, von Lehrreden des Buddhas und Abhidhamma ist eine systematische Organisation der verschiedenen Lehrkategorien, die der Buddha benutzt hat. Man könnte sowas sagen wie buddhistische Psychologie, die sich darin ergeht, Geistesfaktoren zu bestimmen und zu klassifizieren. Das kann sehr scholastisch und trocken sein, kann aber auch ausgesprochen faszinierend sein, weil wenn man meditiert, braucht man gewisse Kenntnisse von
Aspekten, Faktoren ja, der eigenen Geisteszustände. Also, Govinda wird bald als einer der besten Kenner des Abhidhamma bekannt. Und 1931 wird er auf dieser Grundlage eingeladen zu einer internationalen buddhistischen Konferenz nach Darjeeling. Und hier passiert eines der wichtigsten Ereignisse seines ganzen Lebens. Während eines Besuchs im Kloster Gum in der Nähe von Darjeeling und Kalimpong wird er 3 Tage von einem Schneesturm festgehalten. Eine magische Wandlung vollzieht sich in ihm. Er, so schreibt er selbst, der die Tibeter lehren wollte, was wahrer Buddhismus sei, war tief beeindruckt von der Atmosphäre und der Bilderwelt des tibetischen Tempels, in dem er festgehalten worden war. Nachdem sich der Himmel geklärt hatte, schreibt er im Weg der weißen Wolken, nachdem sich der Himmel geklärt hatte, konnte Govinda wieder in die Außenwelt zurückkehren, aber er wollte nicht. Eine unwiderstehliche Macht schien mich zurückzuhalten, schrieb er. Und je länger ich mich in dieser magischen Welt aufhielt, in die ich durch eine seltsame Verflechtung der Umstände versetzt worden war, desto mehr fühlte ich, dass mir eine bisher unbekannte Form der Wirklichkeit enthüllt wurde und ich an der Schwelle eines neuen Lebens stand. In Wum trifft Govinda, Anagarika Govinda damals, auf Garvan Kaltsam mit anderem Namen oder mit bekannterem Namen Tomo Geshe Rinpoche. Tomo Rinpoche lebte von 1864 bis 1936. Also Govinda traf ihn relativ kurz vor Ende dessen Lebens. Tomo Geshe Rinpoche war Gelugpa Lama, und zwar sehr hoher. An einer Stelle las ich, dass er in der Gelugpa-Hierarchie den 4. Rang nach dem Dalai Lama eingenommen hat. Der interessante Teil im Weg der Weißen Wolken über seinen Lehrer, seinen Guru, Tomo Geshe Rinpoche, ist der, wo er über dessen frühes Leben schreibt. Tomo Geshe hat 12 Jahre in völliger Abgeschiedenheit in einer Einsiedelei oberhalb der Schneegrenze verbracht, bevor ein Hirte ihn zufällig entdeckte und ihn ermutigte, in die Welt zurückzugehen. Für Tomo Geshe war in der Zeit nach seiner Einsiedlerperiode die Figur des kommenden Buddhas Maitreya oder des jetzigen Bodhisattvas Maitreya sehr, sehr bestimmend. Er betonte mithilfe dieser Figur, die übrigens von allen buddhistischen Traditionen anerkannt und verehrt wird als der kommende Buddha, der vom historischen Buddha Shakyamuni geweissagt, vorausgesagt worden ist. Also mit dieser Figur des Maitreya betonte er die Notwendigkeit von in die Zukunft blicken, des Bodhisattva-Ideals, dem man folgt zum Wohle aller Wesen, und da ist noch eine Menge zu tun. Und für diese Aufgabe der Selbstentwicklung, der Hilfe anderer, stand ganz zentral die Figur des kommenden Buddhas Maitreya. Und viele der Klöster, die Tomo Geshe Rinpoche gründete, hatten als Hauptfigur im Zentrum dieser Tempel eine Figur des Maitreya. Man erkennt Maitreya daran, dass er eine westliche Sitzhaltung einnimmt, also nicht mit überkreuzten Beinen, sondern, ich würde mal sagen, wie auf dem Stuhl sitzend, ja, wie sie auf dem Stuhl sitzen. So ist Maitreya abgebildet, ja, in dieser Körperhaltung. Relativ bald nach seiner ersten Begegnung in Gun mit Tomo Geshe Rinpoche wird Govinda in tibetische Meditation initiiert. Normalerweise geht das nicht so schnell, aber sein tibetischer Lehrer bemerkte recht bald, wie gut vorbereitet und belesen und informiert Govinda schon war. Also er war schon bereit und fertig für die Belehrung von und für die Initiation von Tomo Geshe Rinpoche. Ich möchte gerne an dieser Stelle ein etwas längeres Zitat einflechten, das eigentlich mein Lieblingszitat von Govinda überhaupt ist. Ich habe schon lange nach einer Gelegenheit gesucht, das mal vor so einem großen Publikum lesen zu können, wo alle zuhören. Es beschreibt das Verhältnis von Guru und Chela, von Lehrer und Schüler, was wieder und wieder und wieder völlig missverstanden wird von uns. Also das ist, was Tomo Geshe Rinpoche seinem Schüler Govinda sagt,
darüber, wie er ihn selbst sehen soll. Wenn du wünschst, dass ich dein Guru sein soll, sagt Tomogeshi Rinpoche, so schaue nicht auf meine Person als Guru, denn jede menschliche Persönlichkeit hat ihre Begrenzungen. Und solange wir damit beschäftigt sind, die Unvollkommenheiten anderer zu beobachten, berauben wir uns der Möglichkeit, von ihnen zu lernen. Sei dessen eingedenk, dass jedes Wesen in sich den Funken der Buddhaschaft trägt, dass wir aber, solange wir unsere Aufmerksamkeit auf andere Menschen Fehler richten, uns selbst des Lichtes berauben, das, wenn auch in verschiedener Stärke, von unseren Mitmenschen ausstrahlt oder durch sie hindurchscheint. Auf der Suche nach einem Guru sollten wir gewiss nach einem Lehrer Ausschau halten, der unseres Vertrauens würdig ist. Wenn wir ihn aber gefunden haben, sollten wir alles, was er uns zu lehren hat, als eine Gabe des Buddha empfangen. Wir sollten die Worte des Guru nicht als von seiner Person kommend betrachten, sondern als die Stimme des Buddhas, dem allein Ehre gebührt. Wenn du dich darum vor dem Guru verneigst, verehrst du nicht die sterbliche Person des Lehrers, sondern den Buddha, den ewigen Guru, der seine Lehre durch den Mund eines menschlichen Lehrers verkündet, der ein lebendiges Glied in der Kette der Eingeweihten ist, die den Dharma in ungebrochener Aufeinanderfolge von Guru und Chela, von Lehrer und Schüler, von den Zeiten Shakyamunis bis auf den heutigen Tag weitergegeben haben. Diejenigen, die uns die Lehre des Buddhas vermitteln, sind Gefäße des Dharma, und soweit sie die Lehre beherrschen und in sich verwirklicht haben, sind sie Verkörperung des Dharma. Man sollte jedoch nie vergessen, dass in jedem menschlichen Wesen der Wille zur Erleuchtung als Potentialität gegenwärtig ist und dass nur unsere eigene Blindheit uns daran hindert, dies zu erkennen. Je größer unsere eigene Unvollkommenheit ist, desto mehr sind wir geneigt, die Fehler anderer zu sehen, während diejenigen, die eine tiefere Einsicht gewonnen haben, durch diese Fehler hindurchsehen können, in die wahre Natur anderer Wesen. Die größten Menschen waren darum jene, die die göttlichen Qualitäten in ihren Mitmenschen erkannten und jederzeit bereit waren, selbst den unscheinbarsten unter ihnen Achtung zu zollen. Solange wir uns selbst überlegen dünken und auf die Welt herabschauen, können wir keinen wirklichen Fortschritt machen. Sobald wir aber zu der Einsicht gelangen, dass wir genau in der Welt leben, die wir verdienen, werden wir die Fehler anderer als unsere eigenen empfinden. Es ist unser eigenes Karma, dass wir in dieser, in Anführungszeichen, unvollkommenen Welt leben. Denn sie ist im letzten Sinne unsere eigene Schöpfung. Nur eine solche Haltung kann uns helfen, unsere Schwierigkeiten zu überwinden. Denn sie ersetzt fruchtlose Negierung durch den positiven Impuls zur Vervollkommnung, der uns nicht nur einer besseren Welt würdig, sondern zu Mitwirkenden und Teilhabern an ihrer Schöpfung macht. Also, das sind die Worte von Tomogeshi Rinpoche, paraphrasiert von Govinda. Und ich finde, das ist ein Text, über den man meditieren kann. Sehr bald folgt Govindas erste Reise nach Tibet. Er beschreibt im Weg der weißen Wolken das Erlebnis des Aufstiegs durch die steilen Himalaya-Ketten und die Ankunft in Tibet selbst folgendermaßen. Folgen wir darum dem namenlosen Pilger und stellen uns vor, wie er auf mühsamen Pfaden hunderte von Meilen zurücklegt und unzählige Bergketten übersteigt, deren eiskalte Pässe von Wolken verhüllt sind, während in den Tälern eine schwüle Hitze brütet, sodass der Pilger abwechselnd von erschlaffender Hitze und schneidender Kälte geplagt wird. Wilde Sturzwasser kreuzen seinen Weg, bei deren Durchquerung ein falscher Schritt den sicheren Tod bringt. Und tiefe Schluchten tosender Gebirgsflüsse müssen an schwankenden Bastsäulen schwebend überquert werden, wobei der Pilger an einem hölzernen Dreieck hängend über die schäumenden Fluten gezogen wird. In engen Felsschluchten bedrohen ihn Steinschlag und Wasserfälle, die aus unsichtbaren Höhen in die Tiefen stürzen. Schmale Pfade winden sich an steilen Berghängen und hängenden Felsen empor, und scharfkantiges Gestein schneidet den Pilger in die wunden Füße. Endlich steht er auf der Höhe des tibetischen Grenzpasses, im eisigen Nebel der ewigen Monsunwolke, die den Pass während des Sommerhalbjahres bedeckt. Kaum aber hat er den Pass überschritten, da hebt sich der Wolkenvorhang, und vor seinen erstaunten Augen liegt ein Land
der Sonne, dessen Berge nichts mehr von der düsteren Schwere und der Melancholie des monsunbestimmten Himalaya haben, sondern aus den reinsten, fast transparenten Pastellfarben gewoben zu sein scheinen. Gelbe, orangefarbene, rote, violette Töne stehen gegen einen tief blausamtenen Himmel. Der Kontrast zu allem bisher Gesehenen ist so überraschend, dass der Pilger die drohende dunkle Wolke, die noch über seinem Haupt hängt und ihn mit eisigem Atem anhaucht, kaum bemerkt. Eine sehr poetische Sprache. Das ganze Buch Der Weg der weißen Wolken ist durchzogen, durchdrängt mit solchen Beschreibungen von Tibet. Die Sicht, die klare Sicht auf 5000 Meter Höhe muss ungeheuer sein. Ich habe es festgestellt, nur an Dias, die ich gesehen habe von einem Ordensfreund, der Tibet bereist hat. Was auch interessant ist, wenn man in dieser Höhe, in den Bergen unterwegs ist, und man muss in der Regel zu Fuß unterwegs sein, das hat auch einen enormen Einfluss auf den Körper und auf das Bewusstsein. Man muss sehr, sehr haushalten mit der eigenen Kraft, mit der eigenen Energie. Es gibt wenig Sauerstoff in der Luft und man muss sehr rhythmisch, sehr methodisch, sehr ökonomisch schreiten. Das ist eine Art von Pranayama-Praktik, eine Art von Atem-Yoga, die man beim Laufen in den Bergen da vollzieht. Und das tut natürlich wiederum einiges dazu, wie man auch die Landschaft erlebt. Die Bedeutung und die Wirkung von Farbe auf das Bewusstsein wird von Govinda wieder und wieder hervorgehoben und betont. Und das geht interessanterweise zusammen auch mit der Bedeutung von Farbe in der tibetischen Meditationspraktik. Ich weiß nicht, wie viele wissen, dass wenn man zum Beispiel eine Meditation macht über den roten Buddha des Westens, Amitabha, ist die Form des Buddhas sekundär. Das Allerwichtigste in der Visualisationspraktik von Amitabha ist die Farbe Rot. Rot. Man meditiert über Rot, bis man durchdrängt ist von Rot und die spirituelle Dimension hinter Rot erfährt. Also, Farben sind enorm wichtig. Andere Phänomene werden angesprochen in Govindas Büchern, für die wir wenig Zeit haben. Er spricht zum Beispiel über Trancelaufen, über Lungung. Er spricht über psychisch erzeugte Körperwärme, über Tummo-Hitze. Also Leute wie Trumogeshi Rinpoche, lange Zeit dünn bekleidet, oberhalb der Schneegrenze, ich wollte gerade sagen Schmerzgrenze, Schneegrenze leben können und das überleben können. Ja, das können sie auf Grundlage von Praktiken. Viel die Rede in Govindas Büchern ist auch von Wiedergeburt. Er war sein Leben lang an dieser Frage interessiert und interessierte sich immer besonders für Fälle, wo Menschen sich an frühere Leben erinnern konnten. Aus unserer heutigen Sicht erscheint das fast ein bisschen merkwürdig. In unseren Veranstaltungen heute, hier in diesem Zentrum, spielt die Frage nach Wiedergeburt oder nicht eine vergleichsweise untergeordnete Rolle. Leute scheinen sich heute für andere Dinge zu interessieren. Aber in den 30er, 40er, 50ern war es noch eine der wichtigsten Fragen, die Leute, die sich für Buddhismus interessierten, überhaupt stellten. Wie ist es nun mit der Wiedergeburt? Glaubst du daran oder nicht? Ja. Und wie ist es mit Karma? Das waren die beiden großen Dinge. Nicht von ungefähr sind die Bücher von Govinda voll von Erwägungen, Überlegungen, Gedanken, die diese ganze Vorstellung von Wiedergeburt stützen und untermauern sollen. Am 14. Oktober 1933 gründet Govinda im Auftrag Trumogeshi Rinpoches Arya Maitreya Mandala, einen Orden, ja, das Mandala des edlen Maitreya zu Deutsch, in Nordindien zuerst. Er geht Lehrverpflichtungen nach in Shantiniketan, das ist eine Universität, gründet in der Nähe von Kalkutta, auf dem Lande, von dem großen indischen Dichter Rabindranath Tagore. Dort lernt Govinda Ratipati kennen, seine spätere Frau. Man sieht, also darauf weise ich gleich hin. Ab 1936 lehrt er auch an anderen Universitäten in Patna
unter anderem buddhistische Philosophie, Psychologie und wieder Archäologie. Er unterrichtet unter anderem Studenten höherer Semester in Pali-Buddhismus. Die Unterlagen aus diesen Vortragsreihen, aus diesen Seminaren, sind später veröffentlicht worden unter dem Titel Die psychologische Haltung der frühbuddhistischen Philosophie. Wenn jemand sich wirklich die Zähne ausbeißen will an Abhidhamma, dann kann er damit starten. Thema Geld. Govinda lebte nie im Überfluss. Er hatte zwar Bezüge aus Deutschland, von seiner Familie, aber die waren schmal. Und auch die kamen zu Ende, als die Nazis an die Macht kamen und Geldtransfer in den Ausland, ins Ausland stoppten. Seinen Lehrverpflichtungen an den Universitäten kam er eigentlich relativ selten nach. Er war viel unterwegs, er war Anagarika, er war Hausloser und er lebte so. Er lebte sehr billig. Reisen war damals noch viel billiger in Indien als heute. Und man kam mit sehr wenig Geld aus. 1937 hatte er auch weitreichende Kontakte zu reichen Buddhisten, zum Beispiel zum Maharaja von Sikkim, der ihm Unterkunft bot. Und Govinda scheint sich, und das ist eigentlich recht wenig dokumentiert, in dieser Zeit oft in den Bergen aufgehalten zu haben. Immerhin, er war Mönch, ja, und er lebte und zog von Einsiedelei zu Einsiedelei und kleinen Tempel zu kleinen Tempel. Andererseits war Govinda alles andere als ein Einsiedler. Seine Pflegemutter lebte in der Nähe von Kalimpong, von Gum, dem ersten Kloster, das ich erwähnt habe, wo er Trimugeshi Rinpoche kennengelernt hat. Übrigens, seine Pflegemutter lebte auch in Ceylon, immer in der Nähe ihres Schützlings. Außerdem wohnten in der Nähe Europäer, darunter alte Freunde aus Capri. Die illustre Gesellschaft hatte sich nur verlagert von Europa in den Himalaya. Und Govinda schien diese Kontakte zu genießen und auch weiter stimulieren zu finden. Sie waren für ihn als Europäer sehr wichtig. Es wurde diskutiert, es gab deutsche Bücher und sogar deutsche Zeitungen, was später verhängnisvoll werden sollte. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Govinda, der 1938 britischer Staatsbürger geworden war, interniert. 1939 war Kriegsausbruch und noch nicht gleich, aber dann 1942 wird Govinda in Gum verhaftet. Er war wahrscheinlich nicht besonders aufgeregt darüber, weil er dachte, naja, ich habe einen englischen Pass, wieso sollte ich von Engländern interniert werden? Und er legte seinen englischen Pass vor und der englische Beamte erklärte ihm, das habe nichts zu bedeuten. Daraufhin nahm er seinen Pass und zerriss ihn. Ja, die Tatsache, dass er deutschstämmig war, reichte aus. Er wurde interniert, zuerst in Deolali, 100 Kilometer von Bombay, dann in Ahmednagar und schließlich in Premnagar in der Nähe von Dehradun im Hochland nördlich von Delhi, wo ungefähr 2000 Inhaftierte, ich vermute Deutsche und Deutschstämmige, inhaftiert wurden. Unter diesen 2000 Inhaftierten gab es 1900 Pro-Nazis und 100 Anti-Nationalsozialisten. Und Govinda gehörte zu den Gegnern des Nationalsozialismus. Und die beiden Fraktionen vertrugen sich nicht besonders gut und mussten von den Engländern getrennt werden. Das hatte den Vorteil, dass die 100 Anti-Nazis eine vergleichsweise angenehmeres Leben hatten als die anderen. Dort traf er auch Leute wie Nyanaponika, auch ein Schüler von Nyanatiloka, einem Deutschen. Und das ist unser erstes Bild. Da oben links, das Bild zeigt, in der Mitte Govinda und außen links Nyanaponika im Internierungslager. Ich bin nicht völlig sicher, wer die anderen Figuren sind, aber ich glaube, der Dunkelhaarige mit Brille und Bart ist Röhricht. Und unten rechts ein europäischer Mönch mit Namen Shunya, glaube ich, aber darauf möchte ich mich nicht so festlegen. Also, sie lebten, Janaponika und Govinda teilten einen Raum, der von einer Baracke abgetrennt war und hatten nach hinten heraus eine Terrasse, blickten zwar über den Lagerzaun, aber dann auf die Berge. Und dort saßen sie oft und studierten, natürlich Buddhismus, lasen, diskutierten.
und Govinda half Nyanaponika bei seinem Sanskrit-Studium. In der Quelle, die ich gefunden habe, heißt es, in Deolali, dem ersten Lager, wo er saß, in der Nähe von Bombay, saß Govinda in seinem Zelt und er meditierte und studierte. Und die Engländer wussten überhaupt nicht, was sie mit einem solchen Europäer anfangen sollten. Er muss eine für Europäer merkwürdige Figur gewesen sein. Govinda sprach auch später selbst über seine Zeit im Lager. Es war für ihn eine äußerst unerfreuliche Phase seines Lebens. Ihm war seine persönliche Freiheit programmatisch wichtig. Und sie eingeschränkt zu sehen, war für ihn sehr leidhaft. Trotz des relativen Komforts, den er in dem Lager erfuhr. Zum Beispiel war den Lagerinsassen erlaubt, ab und zu einen Ausgang zu machen. Und in typisch englischer Manier mussten sie vorher ein Dokument unterschreiben, dass sie zurückkommen wollten. Dass der Lagerteil der Nazis war offensichtlich besser bewacht. Und dort lebten, interessanterweise, Heinrich Harrer und sein Freund Peter Aufschneider. Und sie versuchten zu fliehen. Und ihre zweite Flucht gelang. Vor kurzem gab es eine Verfilmung davon, 7 Jahre in Tibet, ein berühmtes Buch von Heinrich Harrer, alter Nazi. Nach Monaten zu Fuß unterwegs gelangen Harrer und Aufschneider nach Norden, durch den Himalaya, über die indisch-tibetische Grenze, schließlich nach Lhasa. Und Harrer wurde ein persönlicher Tutor des Dalai Lama. Govinda wurde noch vor Kriegsende schwer erkrankt entlassen. Worunter er litt, ist nicht gesagt. Er konnte aber sein Haus, das von seiner Pflegemutter in der Nähe von Gun bewohnt worden war, nicht betreten. Wegen einer besonderen Verordnung für Grenzregionen. Seine Pflegemutter lebt in einem Hotel in Darjeeling und er selbst fand Unterkunft bei Freunden in Kalkutta. 1947 heiratete er Rati Pöti. Die Frau, das junge Mädchen, war so jung, war sie auch wieder nicht, sie war 8 Jahre jünger als er, stammte aus der ethnischen Minderheitengruppe von Bombay, den Parsen. Sie war von Hause aus sehr, sehr wohlhabend, war offensichtlich daran gewöhnt, immer von Dienern umgeben zu sein. Und vielleicht war das ein Grund dafür, warum auch Govinda später immer für das Kochen zuständig war. Das heißt, sie war wahrscheinlich von ihrer Kindheit nicht mehr daran gewöhnt, so viel wie auch nur eine Tasse Tee für sich selber machen zu müssen. Der Künstlername, den sie später annahm, war Anila, das ist eigentlich die Bezeichnung für eine buddhistische Nonne. Anila, Li Gotami. Das zweite Bild von oben zeigt ein Hochzeitsfoto von ihnen. Zugegebenermaßen keine gute Qualität, aber es was ich aus meinem Drucker habe rausholen können. Interessanterweise fallen ihre Heirat, ihre Initiation und ihre Aufnahme in, ihre gemeinsame Aufnahme in den Drukpa Kagyupa Orden in Ladakh durch Ajo Repa Rinpoche zusammen. Also sie heirateten, wurden initiiert in tantrische Meditation und gleichzeitig in diesen Orden aufgenommen. Waren also Kagyupa Ordensmitglieder. In den folgenden 2 Jahren zwischen 1947 und 1949 unternahmen sie Expeditionen nach West-Tibet. Während dieser Expeditionen erhielten sie weitere Initiationen auch in der Shakya- und Nyingma-Tradition. Was nicht so leicht war, aber sie endlich doch Erfolg hatten für sich zu bekommen, waren Visas für Tibet und insbesondere einen lang geplanten Besuch in Zaparang. Am 22. Juli 1948 brechen sie mit einer kleinen Karawane von Almora aus nach Zaparang. Dieser Besuch, diese Expedition ist sehr ausführlich beschrieben im Weg der Weißen Wolken. Toling und Zaparang waren königliche Residenzen in der Provinz von Guge im West-Tibet. Die Stadt Zaparang ist schon mindestens 200 Jahre früher verlassen worden. Mindestens, vielleicht schon früher als das. Es war einfach ein sehr blühender Teil von Tibet, aber die noch
im Prozess begriffene Anhebung des Himalaya und des tibetischen Plateaus, wahrscheinlich des Himalaya, sind dafür verantwortlich, dass weniger und weniger Regenwolken vom Westen über die hohen Ketten der Himalaya-Berge nach Tibet gelangten. Und so trocknete diese Region mehr und mehr aus und war keine ausreichende Lebensgrundlage für die Menschen mehr. Und die Stadt wurde verlassen, ehemals eine der blühendsten Teile von Tibet. Die Reise war gesponsert von einer indischen Illustrierten, Illustrated Weekly of India. In Almora, wo sie auch später lange Zeit ihres Lebens verbrachten und lebten, mieteten die beiden Karawanenführer und Yaks, um ihre bescheidene Expeditionsausrüstung zu transportieren. Das Schwierige an dieser Art zu reisen war, man bekam immer nur Führer und Yaks für gewisse Abschnitte der Expedition. Also man konnte keine Führer und Yaks für die ganze Tour hin und zurück mieten, wie man das vielleicht heute kann, als wenn man einen Trek macht wie in Malaya. Also die Einheimischen würden immer nur bis an die Grenze ihres bekannten Gebiets gehen und dann würden sie einem relativ schnell mit Sack und Pack absetzen und es war dann einem selbst überlassen, so die nächsten Yaks und Führer zu organisieren, wenn man welche fand. Also es war riskante Geschichte. Also so reisten die beiden, immer so abschnittsweise und hatten ständig diesen Kampf, neue Yaks und Führer zu bekommen. Sie mussten für ein Jahr Nahrungsmittelvorräte mit sich nehmen. Es gibt so wenig zu essen, dass man seine eigenen Vorräte mit sich nehmen muss. Und Nahrung ist eines der begehrtesten Güter in Tibet, mehr als Gold teilweise. Kann ich verstehen, wenn man Hunger hat, kann man Gold nicht essen. Ihr Weg führt sie zum heiligen See Manasarovar und zum heiligen Berg Kailash. Dieser heilige Berg ist Pilgerziel für Hindus und Buddhisten. Zitat: Nach so vielen Wochen mühsamen Wanderns durch enge Täler und Schluchten und über Wolken verhangene Berge fühlt sich der Pilger wie befreit im Augen, im Anblick der weiten, offenen Wasserfläche, die von grünem Weideland und sanften Hügeln umgeben ist. Während schneebedeckte Gipfel in der Ferne und am klaren, sonnigen Himmel schimmern, er ist von unsagbarer Glückseligkeit erfüllt und setzt nach kurzer Rast seine Reise fort. Wieder und wieder stillt er seinen Durst an den heiligen Wassern des Manasarovar, die Körper und Seele erfrischen. Im Schutz der Hügel brennt die Sonne mit sommerlicher Glut, wie man sie in einer Höhe von 5000 Metern nicht erwarten würde. Nur im Schatten macht sich die Kühle der Luft bemerkbar und warnt den Pilger vor der Möglichkeit eines plötzlichen Hagel- und Schneesturms, der unerwartet von den eisigen Höhen des Himalaya im Süden über das Hochplateau jagen kann. Das Nahen eines solchen Sturmes ist jedoch ein Schauspiel von solch gewaltiger Größe, dass selbst die zeitweise Behinderung den Pilger nicht davon abhält, die majestätische Schönheit der in fast fesselten Naturgewalten zu bewundern. Die vollständige Veränderung der ganzen Landschaft und ihrer Farben ist so plötzlich und überraschend, als wäre das Ganze ein magisches Spiel. Infolge der reinen, verdünnten Höhenluft sind alle Farbkontraste unglaublich gesteigert. Die Entfernungen aber sind weitgehend aufgehoben, sodass die fernsten Dinge zum Greifen nah erscheinen, ohne jedoch die Intensität des Raumgefühls zu beeinträchtigen. Eine 20 Meilen entfernte Bergkette wird plötzlich indigoblau und scheint dem Besucher entgegenzueilen wie eine große dunkle Welle, die nicht mehr als 5 Meilen entfernt ist. Die ultramarinblauen Wasser des Manasarovar nehmen in der Mitte des Sees einen purpurnen Ton an und nach den Ufern zu ein glasiges Grün. Wolkenschatten jagen über die erregten Wasser und bald gleicht der ganze See einem riesigen Opal, in dem alle Farben gegeneinander um die Vorherrschaft kämpfen. Wolken, die sich auf die Schneeberge türmen, gleichen Bergen, die auf Wolken ruhen. Denn die Konturen der Berge lösen sich in undurchdringliche Dunkelheit auf, während die Wolken scharf konturiert und in surrealistischer Plastik am Himmel stehen. Der Pilger aber strebt unaufhaltsam seinem Ziel entgegen, dem nun seinen Augen entzogenen geheimnisvollen Kailash. Nur in den Morgen- und Abendstunden wird sein Dom ganz sichtbar und frei von Wolken. Und jeden Morgen und jeden Abend verneigt sich der Pilger in Richtung des heiligen Berges, während er seine Mantras wiederholt und die Kräfte des Lichts in sich aufruft, die diesem kosmischen Mandala innewohnen. Oh, ich muss gestehen, ich hätte Lust, dahin zu fahren.
In all dieser Schönheit gibt es Gefahren. Gefahren von Räubern. Und es ist lebensgefährlich, in dieser Höhe unterwegs zu sein. Über einen Pass von über 5000, 5500, 6000 Meter zu gehen, bedeutet sein Leben zu riskieren. Ein Schneesturm und man schafft es nicht. Ich bin selber über einen 5500 Meter Pass in einem der meistgegangenen Treks rund um das Annapurna-Massiv gegangen. Und es ist ein Erlebnis, morgens um 6 loszugehen und 6 Stunden lang über 2000 Meter Anstieg zu machen. Man ist sehr gefordert. Und man hat die Zeit eben dafür. Man soll bis mittags auf der anderen Seite sein. Sonst wird es wirklich gefährlich. Also vormittags sind die Höhen noch frei, bis mittags und nachmittags nimmt die Gefahr zu, dass man im schlechten Wetter einfach nicht weiterkommt. Das war vielleicht der einzige Tag in meinem Leben, wo ich von morgens 6 Uhr bei Sonnenaufgang bis abends 6 Uhr zu Sonnenuntergang nur fast ohne Unterbrechung, mit einer kurzen Unterbrechung oben auf dem Pass, nur gelaufen bin. mit einem Zeitdruck im Nacken. Und es passiert wieder und wieder und wieder, dass selbst erfahrene Bergsteiger unter diesen Bedingungen umkommen. Am 2. Oktober 1948, 2,5 Monate nach ihrer Abreise, erreichen die Govindas die alte Ruinenstadt Zatarain. Es ist schon spät im Jahr, Oktober, und es ist schon kalt. Sie leben an einer kleinen Steinhütte. Durch die Ritzen der lose aufeinander gesetzten Steine fegt der Wind rein. Und ihr Trinkwasser, wenn sie das trinken wollen, müssen sie erst auftauchen. Die ganze Gegend, die Stadt ist menschenleer. Es gibt offensichtlich einen tibetischen Aufseher. Es gibt 2 Tempel und in diesen Tempeln finden sie viele intakte Buddha und Bodhisattva, Figuren, Rupas und atemberaubend schöne Fresken, die auch selbst Jahrhunderte nach ihrem Entstehen offensichtlich noch völlig fahrkräftig in einzelnen Stellen, wo das Dach undicht gewesen ist und Wasserschäden waren. Aber das meiste ist intakt, 1980. Lee fotografiert. Und das ist eine Geschichte für sich, wie sie unter diesen Umständen mit einer Schwarz-Weiß-Kamera in dem dunklen Tempel versuchen, die Rupas aufzunehmen. Ich habe 2 Bücher rumgehen lassen. Tibet in Pictures. Das zeigt Fotos von Lee Gotami aus dieser Zeit. Sie müssen bestimmte Tageszeiten abwarten. Manchmal ganz früh morgens, wenn die aufgehende Sonne gerade durch das Tempeltor reinscheint und dann mit großen weißen Bettlaken das Licht sozusagen reflektieren auf die Figuren, um sie an einem günstigen Augenblick fotografieren zu können. Was für ein Umstand für ein paar Fotos. Sie arbeiten monatelang an den Fotos und auch an an Pausen von diesen Freskos. Es gibt dort eine Serie von Fresken des Lebens des Buddhas und beide sind ununterbrochen damit beschäftigt, auch große Bögen, die durchzuzeichnen und mit Hilfe von Farbkatalogen sie nachreproduzierbar zu dokumentieren. Kunsthistorisch sind diese Tempel besonders interessant, weil die Kunstwerke teilweise noch von der Jahrtausendwende stammten. Ich sagte stammten, sie existieren größtenteils nicht mehr. Dies war ein fehlendes Bindeglied zwischen der indischen Tradition, wie sie in Nordindien und Kaschmir zu finden war, und Tibet. Um an die teilweise sehr hochgelegenen Fresken an den Wänden des Tempels zu kommen, schichten sie Steinhaufen auf. Und später baute Govinda selber eine improvisierte Leiter, sehr wackelig. Und er steht da in der Kälte und auch Lee hockt auf ihrem Steinhaufen in der Kälte und versucht, die Fresken durchzupausen bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Lee beschreibt, wie sie die Tusche unter ihrer Kleidung hält, damit sie nicht gefriert, mit ihrem Atem den Pinsel auftauen muss, damit sie damit arbeiten kann. Da gibt es eine sehr bewegende Stelle, wo Govinda beschreibt, wie eines Morgens Lee so am Ende war, so fertig war, dass sie weint. Und die Tränen, die auf den Boden fallen, machen ein Geräusch, weil sie gefroren sind. Gleichzeitig müssen sie auskommen mit den Argwohnen der Tibeter. Für die Tibeter ist
solch eine Figur wie der lebende Buddha selbst. Das ist eine Respektlosigkeit, ihn zu berühren oder gar sein Gesicht oder seinen Kopf zu berühren. Die gleiche Sichtweise haben die Tibeter gegenüber seinem Verhalten, gegenüber den Fresken und den Buddha-Figuren. Sie hatten zwar eine offizielle Erlaubnis, dort zu forschen, aber sie mussten sehr vorsichtig vorgehen. Weil es war eine Art Heiligtumschändung in den Augen der Tibeter, die sie da begangen. Mitte Dezember reisen sie ab, nach Monaten intensiver Arbeit. Vielleicht eine Sache müssen wir einflechten, die ist wirklich interessant. Es gibt mittlerweile Videos von Leuten, die Zabarang vor kurzem besucht haben. Sie fanden das Ganze in Schutt. Die Chinesen, ich glaube zur Zeit der Kulturrevolution insbesondere, haben diese ganzen aus Lehm, gehärtetem Lehm fabrizierten großen Buddha-Figuren, die teilweise mit Gold überdeckt waren, zerschlagen. Es gibt nur wenige Reste. Was faszinierend ist in Zabarang und was Govinda nur kurz vor seiner Abreise selbst entdeckt hat, es gibt, da sieht man unten rechts, eine Zeichnung von ihm. Übrigens sehr typisch für den Stil, wie er tibetische Klöster etc. malte. Was zeigt Zabarang? Es gibt ein Plateau dort und oben auf dem Plateau sind einige zentrale Paläste und Tempel. Und es war ein absolutes Rätsel, wie man auf dieses Plateau hochkam. Und die Einheimischen sagten, der Zugang ist verschüttet. Aber was er entdeckte, kurz bevor er abreiste, war, es gab einen wendeltreppenartigen Gang innerhalb des Feldens, der auf das Plateau hochführte. Und den hat er entdeckt. Und dann oben fand er weitere sehr interessante Tempel. Und sie hatten keine Zeit mehr, das zu dokumentieren. Auf der Rückreise kommen sie durch ein Böhmkloster und haben sehr interessante Erfahrungen dort. Und schaffen es nicht mehr zurück nach Indien vor dem Winter und sind, ich glaube, auf der Südseite des Himalaya eingeschlossen in einem Tal auf 3000 Meter Höhe. Dort begegnen sie einem weiteren ihrer buddhistischen Lehrer, ihrer Gurus, aus der Nyingma-Tradition, Phiang Lama. Sehr interessant, wie der Weißen Wolke ist, wie beschrieben wird, wie dieser Lama ein Ritual in dem Dorf, in dem sie sind, unternimmt. Und da kommt eine Fall von Besessenheit vor. Ein Mann wird besessen von einem Dämon oder einem lokalen Gott, der sich gestört fühlt durch dieses Ritual. Und wie der Lama damit umgeht, ist sehr, sehr interessant. Anfang Juli 1949 sind sie in Kaschmir, wieder in der Welt, im Tsingla. Nach Monaten im Hochland von Tibet waren sie wieder unter lauten und geschäftigen Leuten, wie Govinda schreibt, sahen wieder Autos, benutzten Tischtücher und aßen Eiscreme, tauschten ihre schweren tibetischen Kleider gegen leichte und Lama Govinda rasierte sich sogar seinen Bart ab, der ihm im Laufe des Jahres gewachsen war. Ich war selber 4 Wochen auf Trek. Es ist ein merkwürdiges Erlebnis, 4 Wochen lang keine Autos gesehen zu haben. Man merkt es nicht, ja. Aber wenn man das erste Auto, den ersten Lastwagen wieder sieht, das ist ein merkwürdiges Phänomen. Also nach Monaten dieser Stille zurück zu sein in der Welt, gibt einem sehr interessante Aufschlüsse über unsere Kultur, über unseren Umgang miteinander. Im Oktober 1950 ist die chinesische Invasion in Tibet. Die Govindas hatten die Zabarang-Expedition gerade noch eben rechtzeitig unternommen. 1 oder 2 Jahre später, und es wäre unmöglich gewesen. Die Govindas ließen sich in Deolali, dort wo Govinda auch interniert worden war, nieder und lebten dort. Das Klima dort muss sehr angenehm sein, so ähnlich wie in Pune, nehme ich an. Im April 1951 beginnt die Illustrated Weekly of India mit dem Abdruck der Artikelreihe Lies über die Zabarang-Reise. Sangwanchita lebt zu dieser Zeit, ich glaube 1952, bin ich völlig sicher, ich glaube, Sangwanchita lebt zu dieser Zeit schon in Kalimpong. Sangwanchita ist der Gründer des westlichen buddhistischen Ordens. Und er gründet eine eigene Zeitung mit Namen Stepping Stones. Und Govinda gehört
zu der Gruppe von sehr illustren Leuten, sehr großen Namen im westlichen Buddhismus, die Artikel für diese Zeitung Mr. Pinkstone schreiben. In seiner Autobiografie Facing Mount Kanchenjunga gibt es ein Kapitel, Sangharakshitas Autobiografie, gibt es ein Kapitel, das übertitelt ist Kindred Spirits, also verwandte Geister oder so etwas, verwandte Seelen. Und das meint natürlich Sangharakshita und die Govindas. Ich komme später darauf zurück, wenn Sangharakshita ihre Begegnungen miteinander beschreibt. Erstmal zu Govindas Artikeln in Stepping Stones. Der Artikel Buddhismus als lebendige Erfahrung, sagt Sangharakshita, zeigte sogar noch klarer als seine vorherigen Beiträge die Tiefe und Reife seines Denkens und das Ausmaß, in dem er den Geist der Buddha-Lehre verstand, im Gegensatz zu bloßem Schriftwissen. Govinda und Sangharakshita fanden sich in erstaunlicher Übereinstimmung in verschiedenen Grundansichten, zum Beispiel über die grundlegende Einheit aller buddhistischen Schulen und Formen des Buddhismus. Folgende Charakterisierung ist zu lesen bei Sangharakshita. Anderen gegenüber war Govinda zurückhaltend und äußerst entgegenkommend und offenbarte, wie ich bald entdeckte, eine Höflichkeit, die ans Zeremonielle grenzte. Dabei strahlte er eine Würde aus, als habe er sich immer nur in guter Gesellschaft bewegt. Nur die Feinheit des Lächelns, das um seine Lippen spielte, und der wache Blick seiner tiefliegenden Augen zeigten die wahre Lebendigkeit und das Feuer, das in ihm verborgen lag. Über die Gespräche, die sie miteinander führten, und sie hatten einige Besuchskontakte, da gibt es übrigens Fotos. Das nächste Foto unter dem Hochzeitsfoto von Li und Lama Govinda stammt aus einem Besuch der Govindas in Kalimpong bei Sangharakshita. Die helle Figur mit dem chinesischen Schirm, das ist Sangharakshita, und direkt neben ihm, das ist Govinda. Und andere sind halt mit dem YMBA, Young Man's Buddhist Association, gegründet von Sangharakshita. Also, über ihre Gespräche miteinander. Welches Thema wir auch anschnitten, wir fanden eine solche Übereinstimmung zwischen uns, die erstaunt hätte, hätten wir nicht die Schriften des anderen gekannt. Mein Gefühl, dass wir verwandte Geister oder Seelen, könnte man auch übersetzen, waren, wurde mehr bestätigt, als ich zu hoffen gewagt hatte. Und mir wurde, jenseits allen Zweifels, klar, dass, obwohl er ein verheirateter Lama war und ich ein zölibatärer Mönch, dass ich mit Lama Govinda mehr gemeinsam hatte, als mit jedem anderen Buddhisten, den ich je getroffen hatte. Dass ich mit Lama Govinda mehr gemeinsam hatte, als mit jedem anderen Buddhisten, den ich je getroffen hatte. Erstaunlich bei all diesen hochverwirklichten tibetischen Lamas und anderen Lehrern, die unterwegs waren. Die beiden fühlten sich miteinander am verwandtesten. Und das ganz sicherlich, weil sie Europäer waren, weil sie gemeinsam Europäer waren, weil sie erkannten, wie wichtig diese gemeinsame Wurzel europäischer Kultur für sie beide war. Auch und vor allem als Buddhisten, nicht als Europäer. Ja? Man könnte eine riesige Menge sagen über ihr Verständnis zum Zusammenhang von Buddhismus und Kunst, von Kunst und Meditation. Ich habe Zeichnungen von Govinda aufgehängt, um zu illustrieren, ich habe nicht die Zeit, es wirklich zu beschreiben, in welchem Maß Govinda auch Künstler war und in welchem Maß es für ihn integraler Bestandteil seiner spirituellen Praxis war. Es waren keine Gegensätze für ihn. Es war integraler Bestandteil, seine Kunst war integraler Bestandteil seiner spirituellen Praxis und umgekehrt. Ich muss weitergehen, um durch Govindas Leben zu kommen. Es gibt eine sehr schöne Stelle in Sangharakshitas Autobiografie Facing Mount Kanchenjunga, wo er sich erinnert an die Verlegenheit, die er empfunden hat, als er mit den beiden Figuren Lama Govinda und Li Gautam durch die Straßen von Kalimpong ging.
Sie trugen, das kann man auf ihrem Hochzeitsfoto so ein bisschen erahnen, seidene Brokat-Chubas. Chubas sind tibetische Gewänder. Normalerweise sind sie sehr dick und wollen. Zu sehr festlichen Gelegenheiten trägt man seidene Chubas. Und die Seiden sind sehr glänzend und farbig. Leuchtende Farben, chinesische Seiden. Und er, Sanurashita, trug als Mönch eine gelbe Robe. Und er fühlte sich verlegen, weil sie alle Aufmerksamkeit des ganzen Basars auf sich zogen. Den Weinen schien das ziemlich wenig auszumachen. Die waren sehr daran gewöhnt. Und eine letzte Sache, die zeigt, was für einen Einfluss der ältere Govinda auch aus Sangharakshita gemacht hat, wird deutlich aus folgender Stelle. Sie besuchten gemeinsam den Tempel des Klosters Gun, also alle drei. Einen Rosenkranz in der Hand gingen Lama Govinda und Li Gotami im Uhrzeigersinn in der Kammer herum und blieben einen Augenblick lang vor jedem Bildnis oder Tanka stehen und rezitierten ein entsprechendes Mantra. Einige der Mantras waren neu für mich, darunter insbesondere zwei, das Shakyamuni-Mantra und das Padmasambhava-Mantra. Sie klangen nur irgendwie vertraut, aber sie erzeugten gleichzeitig einen Widerhall, der sie in den entferntesten Ecken meines Wesens erklingen ließ. Das ganze Erlebnis berührte mich zutiefst. Es gab diese rechteckige Kammer, die von oben nur spärlich durch Licht erhellt wurde, das durch eine Art von Dachluke eindrang. Da war die stumme Präsenz der Statuen mit dem riesigen Maitreya, der schweigend alle anderen überragte. Und es gab den Klang der Mantras, als zwei dunkle Gestalten in Chuvas gekleidet, mit gebeugtem Kopf ihre Runde durch die Kammer machten. Am meisten berührte mich aber die offensichtliche Hingabe, mit der sie die Mantras rezitierten und in der sie hinter jedem Bildnis die lebendige spirituelle Präsenz dessen zu spüren schienen, was die Bildnisse repräsentierten. Kurz danach starb Anna Habermann und 1951 kam ein Mann namens Hans Ulrich Rieker zu Govinda nach Indien und drängte ihn, AMM, den Orden Arya Maitreya Mandala, auch im Westen eine Chance zu geben. Govinda nahm Rieker unter dem Namen Dapa Kassapa in den Orden auf und verkündete im November 1952 in Sanchi in Indien, wo die große berühmte buddhistische Stupa steht, die Gründung des westlichen Ordens Arya Maitreya Mandala. Ordensmitglieder dieses Ordens haben drei Hauptaufgaben. Praktische Umsetzung der buddhistischen Lehre im eigenen Leben. In unserem Jargon Zufluchtnahme ist primär. Zweitens, anderen Menschen beim Verständnis der buddhistischen Lehre behilflich zu sein. Drittens, Methoden religiöser Übung entwickeln unter besonderer Berücksichtigung der psychologischen Gegebenheiten und Möglichkeiten des westlichen Menschen. Könnte man auch an unserer Programme finden. Ne? Kein riesiger Unterschied. 1927 schon, oder erst, gab es eine der ersten Übersetzungen tibetischer Schriften. Und zwar eine Übersetzung des tibetischen Totenbuchs, Bardo Tödol, vom englischen Gelehrten Evans Vance. Diese erste Publikation zog damals viel, viel Interesse auf sich. Evans Vance war vor dem Krieg in die USA gegangen und überließ sein Haus in Almora in Govindas. Almora liegt in den Vorgebirgen des westlichen Himalayas. Und das Paar lebte in Almora, das Haus hieß Casa Devi, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher. Das Paar lebte in diesem Haus in Almora für die nächsten 25 Jahre. Das war ein kleiner Bungalow am Rande eines Bergkammes. Das Grundstück fiel nach Süden, viele hundert Meter tief, über eine Reihe terrassenartiger Felder ab. Was für ein Grundstück, viele hundert Meter tiefer Abfall nach Süden. Wasser gab es auf der nächstniedrigen Terrasse, also kein komfortables Leben. Sie lebten ein sehr zurückgezogenes Leben und arbeitete. Die Umgebung muss wunderschön sein.
Es folgte die produktivste Zeit in Govindas Leben. 1956 beendete er seine Arbeit an den Grundlagen tibetischer Mystik. Dieses Buch basiert auf dem Mantra Om Mani Padme Hum. Und die Silben dieses Mantras sind Titel für die einzelnen Kapitel. Merkwürdigerweise. Er erläutert in diesem Buch den Gebrauch von Mantras, die Wirkung von Meditation, auch den Prozess von Meditation selbst auf den Körper und auf das Bewusstsein. Dieses Buch enthält schöne Fotos von Lee, auch aus Zaparan. Das Buch wurde zum Bestseller und kurze Zeit später ins Englische und Französische übersetzt. Ich habe mich darüber gewundert, aber ich glaube, Govinda hat in Deutsch geschrieben und hat, glaube ich, selber teilweise Übersetzungen ins Englische angefertigt. Ich habe noch gestern erst gelesen, dass er erst wirklich angefangen hat, konsequent nur in Englisch zu schreiben, als er später in den USA lebte. Also er schrieb in Deutsch. 1958 war die politische Lage in Tibet sehr verschlimmert. Große Teile des Landes waren im Aufstand. Im Frühjahr 1959 flüchtete der Dalai Lama nach Indien. Die endgültige Kapitulation Tibets und die Machtübernahme Chinas ging vonstatten. Es gab keinerlei Hilfe von außen, aus sehr verständlichen Gründen. China ist weltwirtschaftlich von sehr großer Bedeutung. Almora lag und liegt im Grenzgebiet zwischen Indien und Tibet. Es gab viele tibetische Flüchtlinge und der Kontakt mit ihnen muss für die Zeit auch bestimmend gewesen sein. Viele eminente hohe tibetische Lamas flohen. Das war auch die Zeit, in der in Kalimpong Sangharakshita lebte und mit diesen hohen tibetischen Lamas Kontakt hatte. Seine Anteilnahme am Schicksal der Tibeter liest sich im Vorwort der Weg der Weißen Wolken wie folgt. Wir sind Zeugen der Tragödie eines friedlichen Volkes, ohne politische Ambitionen oder Machtansprüche, das keinen anderen Wunsch hatte, als ungestört sein einfaches Leben weiterführen zu dürfen. Und das von einem mächtigen Nachbarn seiner Freiheit beraubt und unter die Füße getreten wurde. Und das alles im Namen des Fortschritts, der ja die Menschheit von jeher als Deckmantel für alle ihre Brutalitäten diente. Nach über 30 Jahren Aufenthalt in Asien, wir erinnern uns, 1928 war Govinda nach Ceylon gereist, kam Govinda zusammen mit Lee Gotami 1960 zum ersten Mal wieder nach Europa. Das muss eine ungeheure Erfahrung sein. Der Zweite Weltkrieg war geschehen. Die Teilung Deutschlands, der wirtschaftliche Aufschwung im Westen, der Kalte Krieg war voll im Gang. Die Gefahr der Atombombe war allgegenwärtig. Die Jugend war desillusioniert und noch immer geschockt von der Tatsache, der Gräuel des Krieges. Und die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse ließen nach, besonders die Jugend, nach Alternativen suchen. Und es gab ein wachsendes Interesse an anderen Kulturen, besonders an Kulturen, die vom Aussterben bedroht waren. Und an Tibet. Govindas Reise zu seit diesem Zeitpunkt war sehr glücklich, ein glücklich gewählter Zeitpunkt. Es gab eine Menge Interesse an dem, was er zu sagen hatte. Er wurde zu Konferenzen und Vorträgen nach Italien und England eingeladen und er sprach natürlich auch über die tibetische Tragödie. Im Westen gab es ein wachsendes Interesse an seiner Arbeit. Man könnte sagen, die 60s reichten sogar bis nach Almora, weil, als sie zurück waren, begann ein stetig wachsender Strom von Besuchern. Namen wie Gary Snyder und Allen Ginsberg sind in dieser langen Liste. Und es folgte eine ganze Schar von New Age Jüngern. Ihr Interesse fing an mit Interesse an Drogen zur Bewusstseinserweiterung bis hin zu einem vagen Interesse an der Praxis von Meditation. Govinda war offensichtlich recht offen für die Möglichkeit, ihnen Zeit zu geben, aber mit der Zeit stört es mehr und mehr die Privatsphäre der Govindas.
Und es gab auch eine mangelnde Tiefe, Ernsthaftigkeit im Interesse all dieser Besucher. Das betrachtet beileibe nicht alle, aber die große Mehrheit. 1966 veröffentlicht Govinda, 1966 erst, Den Weg der weißen Wolken. Dieses halbbiografische Buch, das die meisten von uns kennen. 1965 wird Dr. Gottmann Advayavaja Nachfolger von Rika als Leiter von Arya Maitreya Mangala im Westen. 1965 folgt ein weiterer Besuch von Govinda im Westen, erhält Seminare und Vorträge. 1968 macht er seine erste Amerikareise. Und ich habe die Stelle nicht gefunden, die kann ich nur aus dem Gedächtnis so beschreiben. Sangharakshita Bhante beschreibt, wie Govinda beschreibt, wie er mit dem Schiff in den Hafen von New York einfährt. Und Govinda spricht von einer Atmosphäre, die er wahrnahm. Das erste Mal, dass dieser Mann nach Amerika kam und das Land noch nicht betreten hat und mit dem Schiff sich New York nähert. Und er sagt, die Atmosphäre, die er aufnahm und die ihn tief berührte, war eine von Angst. Der erste Kontakt mit Amerika und sein Gefühl war, hier gibt es eine Menge Angst. Was ihn nicht davon abhielt, Amerika zu bereisen und wiederholt zu bereisen und am Ende sogar dort zu leben. Es gab eine weitere Reise 1971-72 an ihre amerikanische Westküste und nach Europa und nach Südamerika. Damals war Govinda schon 73 Jahre alt. Ein ganz schönes Pensum für einen 73-Jährigen. Ich glaube, sie waren ein ganzes Jahr unterwegs. 1975 erfolgt ein vorläufiger Umzug nach Kalifornien. Die Govindas folgten einer Einladung von Tatang Tulku nach Berkeley, dessen Verlagshaus Dharma Publishing veröffentlicht eine Vortragsreise aus der fernen Vergangenheit von Shantiniketan mit dem Titel Psychocosmic Symbolism of the Stupa. Am 24.11.1976 erleidet Govinda seinen ersten kleinen Herzinfarkt. Im August 77 fährt er von Amerika nach Deutschland und unterzieht sich dort medizinischer Behandlung. Zu dieser Zeit litt seine Frau Lee unter der Parkinson'schen Krankheit. Das Zen Center in San Francisco organisierte für die beiden ein kleines Haus in einer ruhigen Straße von Mill Valley, einem Vorort im Norden von San Francisco. 1978 erfolgt dann die endgültige Umsiedlung, nachdem sie eine Aufenthaltserlaubnis für USA bekommen haben. Zwischen 1978 und 80 werden die beiden körperlich immer gebrechlicher. Dennoch, es gibt eine ungeheure Vielzahl neuer Kontakte. Das bedeutet für die beiden viel Bestätigung, viel Freude, aber in dem hohen Alter auch eine Menge Arbeit. Ein steter Besucherstrom, der Govinda sehen will. Lee veröffentlicht um diese Zeit das Buch, was die beiden Wände, die hier ausliegen, Tibet in Pictures, Fotos aus Zaparang. Zaparang vor der Zerstörung durch die Chinesen. Zu dieser Zeit ist Govinda schon in den Rollstuhl gefesselt, aber er arbeitet weiter. Er zieht sich in seinen Rollstuhl jeden Morgen an seinen kleinen tibetischen Schreibtisch und er arbeitet. Er arbeitet an seinem letzten großen Werk, das auch fertig wird und veröffentlicht ist. Das heißt, die innere Struktur des I Ching. Ein Teil dieser Arbeit stammte schon aus seiner frühen Zeit in Indien, aus Shantiniketan, und er hat auch im Internationslager daran gearbeitet. Was mich daran beeindruckt ist, mit welcher Gradlinigkeit, mit welcher Folgerichtigkeit, mit welcher Konsequenz dieser Mann sein Leben gestaltet hat. Er bringt kurz vor seinem Tod zu Ende, was er als Mit-20-Jähriger begonnen hat. Es gibt einen allerletzten Brief, den Govinda 4 Tage vor seinem Tod schrieb. Und dieser Brief, diesen Brief schrieb er an Sangharakshita. Dem Brief vorausgegangen war ein Brief von Sangharakshita, den er geschrieben hatte aus Italien, aus der Toskana. Und er beschrieb, wie beeindruckt er war von italienischer Kunst, vor allen Dingen aus den Renaissance-Städten im Norden Italiens. Und Govindas Antwort in diesem letzten Brief war: Ich bin ein großer Bewunderer italienischer Kunst und wie du betone ich immer die Bedeutung der europäischen Kultur.
Er sagt dann so etwas wie, wie sollen wir je den Kern der buddhistischen Lehre absorbieren können, wenn wir nicht fest verwurzelt sind in unserer eigenen Kultur? Und ein weiteres Zitat aus diesem Brief. Nun ist die nächste Generation gefragt, Buddhismus aus der rein akademischen Atmosphäre herauszuholen und ihn zu einer lebendigen Erfahrung zu machen. Lama Gurindas starb am 14. Januar 1985 mit 86 Jahren.